So, hallo, ich bin Martin Zentner, bin von Statisten, selbst auch Künstler und Grafiker. Und jetzt sind wir hier an diesem Rondell. Das haben schon wahrscheinlich Millionen Menschen vom Vorbeifahren gesehen, sich gefragt, was es ist. 1993 hat der Künstler Herman de Vries im Rahmen der Gartenausstellung, damals, nee, Bundesgartenschau war es damals, dieses Rondell gebaut mit der Vorgabe, dass dort drin die Natur walten kann, wie sie will und wild wachsen kann und keiner darf rein ihr irgendetwas antun. So eine Art Rondell des Chaos in dieser ganzen sehr konstruierten und gepflegten Umgebung hier sozusagen. Hat auch ganz gut für 25 Jahre funktioniert, bis das Gartenbauamt das ein Dorn im Auge war und sie es etwas, wie sie selbst sagten, zurückstutzen wollten. Sie haben es an der Wurzel zurückgestutzt, was natürlich nicht ganz in der Idee im Sinne dieses Kunstwerkes war. Man könnte auch sagen, es ist komplett zerstört worden damit. Und deswegen sind es hier einen ganzen Haufen Künstler und andere Leute, die sich für Kunst interessieren und betrauern das, dass hier halt mal wieder Stuttgart irgendwie alles schön in seinen Rahmen gestutzt hat. Und das ist im groben Ganzen, worum es hier geht. Und deswegen werden die Bänder aufgehängt, um mal ein bisschen Aufmerksamkeit dafür zu bekommen, dass mehr Bewusstsein für Kunst und Kultur in der Stadt sein muss. Dass es einfach auch darum geht, dass man nicht einfach sagen kann, ist es Kunst oder kann es weg? Abholzen, das ist ein bisschen wie die Badewanne von Beuys auch, die dann geputzt wurde. Nur, ich glaube, mit etwas mehr bösen Willen, also als damals von der Putzfrau.